jetzt wirklich... Ach nee, ich dachte gerade schon. Ja, da hat zwei von den Geistern jetzt zerlegt. Na gut, die haben jetzt hier schon ihre Leute, die sich dann darum kümmern. Ja, von dem Ghost hat es leider schon einen zerlegt. Das ist halt immer ein bisschen der Nachteil. Mit diesem Flächenschaden. Ja, dann gehen wir hier mal ein bisschen blau ausradieren. Oben haben wir auch noch blau. Gute Entscheidung. Evolutionskammer dürfte dann bald hinüber sein. Genau wie die Gegner hier. So. So läuft das doch wunderbar. Hier wegschießen danach die auf alle auf die Königin. Und jetzt hier einfach alles, was hier großartig rumfliegt oder kreucht. Und dir könnte ich einfach mal, ja, ein paar Sachen wegspringen. Ne, könnte ich nicht, weil nämlich keine Raketen mehr da sind. Hier wird sich's vielleicht lohnen. So, genau in die Mitte. Die ganzen Schößlinge mal noch weg. Die fahren jetzt hier langsam echt ein paar ganz harte Geschütze auf, muss ich sagen. Da haben sie das jetzt weggesprengt. Da haben sie jetzt den Detektor hingeschickt. So viel hat es jetzt doch nicht gebracht. Da haben wir noch einen Schwarmstock. Den will ich noch gerade wegschießen. Und dann hier auch die ganzen Einheiten. So, einen nach dem anderen. Kommt jeder mal dran. Unser Kollege hat hier wohl schon ein bisschen paar... Ja doch, scheint ein wenig Probleme zu haben. Helfen wir doch mal schnell. Wenn wir schon unterwegs sind, dann haben wir das noch in den Boden. Das weg. Und die ganzen Gegner auch noch. Oder können wir hier gerade schon mal alles schön auf den Haufen. Und alles schön zerlegt. So, jetzt die Larven weg. Dass da nichts mehr gebaut wird. Das scheint dann so die Basis von dem Gelben gewesen zu sein. Die wir gerade hier kaputt machen. Lassen wir den noch einfach mal machen da oben. Dann können wir nämlich hier noch gerade die ganzen Viecher zerlegen. Hier ist aber nichts von dem Zerebrat zu sehen. Ich schätze mal, der wird hier unten irgendwo in der Mitte sein oder so.
und stark bewacht. Dann schießen einfach hier mit den Gegnern die Wachen weg und dann dürfen die Superhelden, die dürfen den dann einmal allein anklitten. Den armen wehrlosen Zirkraten. So, hier auf den zu entdecken. Haben wir es dir jetzt gegeben. So. Dann wäre der dann auch weg. Hier unten haben wir noch ein bisschen was, ja. Noch ein Extraktor und eine Sporenkolonie. Du kommst hier nicht weiter. Ja, damit wäre das dann hier erledigt. Ja, noch ein paar Gebäude hier unten rumstehen. Unsere verseuchte Zentrale. Oh, ein Nydos-Kanal. Den werden wir schnell mal zerlegen. Es geht ja doch noch weiter, als ich gedacht hätte. Ganz nach unten gebaut, hier die Zerg, beziehungsweise gebaut worden. Wird auch Zeit. Na gut. Und wir schleichen uns dann mal hier weiter vor. Wird auch Zeit. Gute Entscheidung. Müsste klappen. Eins nach dem anderen Ausräucher. Na gut. Sind wir jetzt ein bisschen zu nah dran geflogen. Normalerweise reicht es nämlich gerade so, um die Spurenkolonien halt aus der Entfernung wegzuschießen mit dem Yamato-Gewehr. Da ist noch eine. Auf Wiedersehen, du Zergling, beziehungsweise Hydralisk. Hier Stück für Stück vorarbeiten. Hier wird jede Menge kleine Einheiten. So. Mal die weg, ja, haben wir. Nee, nee, du lieferst hier nichts ab. Ist ja nicht Paketdienst. Das, jawohl, da war, oh, da war sogar ein Overlord. Ja, und wie schon gedacht, ist der ziemlich gut verteidigt. Nicht darauf schießen. Oh je, der sieht aber nicht mehr wie ein einfacher Zerebrat aus. Scheint sich in eine Art Overmind verwandelt zu haben. Boah, das ist ja widerlich. Ich würde sagen, wir saugen dem kleinen Unhold mal den Saft ab. Hören Sie auf zu reden. Töten Sie das Biest. Genau, Overmind, nicht Overlord. Entschuldigung. Gut, dann räumen wir jetzt mal die, die Gegner hier aus dem Weg. Und dann können wir gleich schon mal die anderen Einheiten nachziehen. Ja, die waren dann doch eher auf Bodeneinheiten fixiert, wie es scheint. Wenn wir die nämlich jetzt hier mal nur weghauen. So, und jetzt einmal geballt da drauf. Und einmal geballt da drauf. So. Na gut. Den können wir noch erledigen. So. Okay.
Dann haben wir hier unten jetzt noch ein bisschen was an Gegnern. Zack. Zack. Scheinbar machen die jetzt hier eine Großoffensive. Wir machen nämlich jetzt mal Folgendes. Ich hoffe mal, die greifen das hier unten nicht an. Nee. Die greifen eher hier an. Dann hole ich nämlich jetzt mal unsere Einheiten runter. Und du kannst hier mal den Wächter ausschalten. Hier, komm, Landefrachter. Und wo haben wir unsere beiden Heldeneinheiten? Wo seid ihr denn? Der ist auf der... Ach, hier oben. Da hatte ich doch noch ein paar Upgrades vergessen. So was. So, Taxi ist da. Rufffrequenz in offen. Hauen wir den einfach mit dem Yamato-Gewehr weg. So, da hat er nämlich nichts mehr zu lachen. Zack. Energie. Kurs setzen. Taxi ist da. Taxi hat eingesammelt. So. Dann lassen wir dann euch mal hier unten raus. Komm, so geht's schneller. So, Storm ziehe ich auch mal ab. Ja, somit einfach durchfliegen wäre es halt auch nicht gewesen. Scheine hier noch ein wenig nukleare Unterstützung mit liefern. So. Okay, ausgeladen, dann kannst du dich wieder verdünnisieren. Und ihr startet jetzt den endgültigen Angriff auf den Overmind. Zack. Und alle Mannschaften bereit. Empfange Signal. Ihr könnt hier noch ein bisschen weiter ausräuchern. Und ja, wie ihr seht, das dauert jetzt eine Weile. Ich schieße mal hier ein bisschen mit Yamato-Gewehr nach. Der Ghost ist stark. Dann darfst du noch einen Nuklear-Sprengkopf draufsetzen. Guten Tag, Commander. Dann mal los. Dann haben wir das gleich platt. Mir fällt gerade ein, nicht so gut, weil dann die Einheiten draufgehen. Puh, das wäre jetzt echt blöd gewesen, wenn es daran jetzt scheitert wäre. Groß erstattet Bericht. Das Ding ist ja jetzt noch ekliger als vorher. Also, bei mir würdet ihr in dem Zustand glatt einen Modelwettbewerb gewinnen. Commander, Sie haben uns so weit gebracht. Ihnen ist es zu verdanken, dass alle großen Anführer der Gegenpartei geschlagen wurden. Die noch anwesenden Feinde werden bald von unseren Säuberungstrupps vernichtet sein. Und die Outworld ist wieder frei. Der sicherste Ort in diesem Universum wird zu neuem Leben erweckt. Er wird neu erschaffen. Hier ist es uns wieder möglich, in Frieden zu leben und den Krieg in der anderen Dimension zu vergessen. Ich werde Atta den Vorschlag machen, sich nicht wieder in den Krieg einzumischen. Die Terraner müssen selber sehen, wie sie damit fertig werden. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt alle erst einmal Urlaub nehmen. Den Rest sollen doch andere machen. Yo, Chef. Am Strand Sonnen und runter von diesem verfluchten Feuerplaneten. Haha, schön Mädchen hinterherlaufen, die neue PC Games mal in Ruhe lesen, Partys feiern, das wird ein Leben. Da wir uns jetzt als Helden feiern lassen können, werden wir unser ganzes Leben wohl nicht mehr arbeiten müssen. Das bleibt abzuwarten. Vor dem Urlaub warten nämlich erst noch Pressekonferenzen, Sitzungen, Interviews. Ach, sie machen das schon, Sir.
Und hier sind die OW News mit einer Sondersendung. Soeben wurde bekannt gegeben, dass die Kompanie von Admiral Storm den Zerebraten auf Proxy 5 vernichten konnte. Nach erbitterten Kämpfen konnten die erfahrenen Recken unter seinem Kommando eine Schwachstelle in der Verteidigung des Zerg ausmachen. Das bedeutet, dass der Krieg so gut wie vorbei ist. Die Regierung beschloss, einen sofortigen Neuaufbau zu beginnen und Kriege außerhalb dieser Dimension vorerst zu ignorieren. Sie möchte diesen Tag zu einem intergalaktischen Feiertag erklären, an dem den Opfern dieser blutigen Auseinandersetzung gedacht wird und die Helden gefeiert werden. Ja, und das war's jetzt. Wir haben die Kampagne durch. Okay, mit ein wenig Cheat-Hilfe. Aber, ja, das war, mir ging es ja halt hauptsächlich darum, mal ein bisschen die Story zu zeigen. Und ich muss sagen, sie haben sich echt wirklich sehr viel Mühe gegeben. Hier und da ein paar kleinere Fehler. Und wie gesagt, das Test hätte vielleicht mal ein bisschen besser getestet oder ein bisschen ausführlicher getestet werden können. Weil es ja doch teilweise sehr, sehr unbalanciert war oder auch sehr schwierig. Selbst mit Cheats. Und ich bedanke mich auf jeden Fall. Ich finde es schön, dass bei allen, die zugesehen haben, die es auch wirklich von Anfang bis Ende verfolgt haben, freut mich, dass sie jetzt oder ja, dass ich es halt nochmal rausgraben konnte. Was gibt es zu sagen? Entschuldige ich mich einmal dafür, dass halt die Stimmen teilweise so leise waren, aber das ging halt leider, sonst hätte ich die ganze Zeit auch die Einheitenstimmen so laut gehabt. Von daher dann bei den Aktionen einfach mal die Boxen ein bisschen aufdrehen oder die Kopfhörer. Ansonsten muss ich sagen, hat es mir echt sehr viel Spaß gemacht, die nochmal zu spielen und dann noch ein bisschen wieder in der guten alten Zeit zu schwelgen. Und ja, dann hier unsere Endressourcen, Endpunkte stand und die Credits sind ja dann schon während dem letzten Gespräch oder während dem letzten Gespräch der Einheiten durchgelaufen. Von daher habe ich da jetzt auch nichts mehr zum Vorlesen oder drüber quatschen. Und ja, aus dem Grund verabschiede ich mich jetzt hier bei diesem Endscreen. Insgesamt 37 Minuten haben wir gebraucht für die Mission. Ich bedanke mich wirklich bei euch, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr es, wenn ihr es bis zum Ende durchgeschaut habt, auch wieder sehr besonderen Dank an euch. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ansonsten, ja gut, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, schaut euch doch einfach mal noch andere Projekte an. Es ist ja mittlerweile ein bisschen was auf dem Kanal zusammengekommen. Und ja, dann starten wir dann auch morgen direkt ein neues Projekt. Allerdings wird das dann etwas später erscheinen als jetzt die üblichen. Und ich hoffe mal, dass jetzt dann auch die tägliche, auch bei den anderen Projekten einfach jetzt hinkriegt, das täglich eine Folge zu veröffentlichen. Schauen wir mal. Okay, dann zum letzten Mal für StarCraft. Ciao, ciao und nochmal vielen Dank an die PC Games Redaktion, die sich halt wirklich diese ganze Mühe mit der Kampagne gemacht hat. Es war echt toll. Bis dann.